Stolperfallen lauern überall. Ein Sturz im Alter kann schlimme Folgen haben. Das sind so Fußangeln, die beachtet man nicht. Und dann bleibt man hängen. Doch mit den richtigen Übungen kann wirkungsvoll vorgebeugt werden. Ich merke an den Füßen unten richtig, wie die ausbalancieren. An der Technischen Hochschule Deggendorf lernt Reporter Vero Andersen Helfer von morgen kennen. Heute in Gesundheit, wie sie Stürze im Alter verhindern. So, kommen Sie mal mit. Können wir schön gemeinsam Treppen steigen. Ja, stürzen kann man, hoppla, bekanntlich in jedem Alter. Aber gerade bei älteren Menschen kann das ernsthafte Folgen haben. Und deshalb lohnt es sich, auf ein paar wichtige Dinge zu achten. Ich bin heute in Deggendorf zu Gast bei Inge und Waldemar Reitzig. Sie sind 83 und 85 Jahre alt. Der Weg zu ihnen hat es in sich. Hallo. Hallo. Was es hier alles so Schönes gibt im Garten. Und es gibt ganz viele Stufen. Es sind genau 52 bis zur Haustür. Jawohl. Und die nehmen Sie mehrmals täglich? Ja, je nachdem. Aber also 2-3 Mal am Tag auf alle Fälle. Mhm. Wir sparen uns Fitnessstudio. Vor kurzem ist Inge Reitzig gestürzt. Über diesen kleinen Widersacher. Das sind so Fußangeln, die beachtet man nicht. Ja. Und dann bleibt man hängen. Ah. Also der muss raus. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Doch klar ist, das Risiko für Knochenbrüche und andere Verletzungen steigt mit dem Alter. Die meisten Stürze ereignen sich in den eigenen 4 Wänden. Das ist auch den Reitzigs bewusst. Wenn es notwendig wäre, würde man also hier eine schräge Rampe machen. Wahrscheinlich. Oder aber direkt dann so ein Aufzug. Das ist unsere nächste Planung. Weil die beiden noch lange zu Hause wohnen wollen, haben sie an einer Studie der Technischen Hochschule Deggendorf teilgenommen. Professor Horst Kunhardt suchte damals Freiwillige, in deren Häuser sein Team für 9 Monate digitale Assistenzsysteme verbauen durfte. Wie darf ich mir das vorstellen? Das sind einfach Sensoren, die Gebäudedaten messen, wie CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Die Sensoren haben tatsächlich das Alltagsleben digital abgebildet. Bewegungsmuster, aufstehen, sich hinsetzen. Aber natürlich eben auch Ereignisse, die auf einen Sturz hindeuten, wie zum Beispiel kürzere Schrittfolgen, häufigere Stolpern und so weiter. Es war sehr interessant, dann am Tablet immer abzurufen, wie oft sind wir am Tag jetzt da wirklich vorbeigelaufen. Das heißt, unglaubliche Zahlen, die da rauskommen sind. Eines der Geräte, das Sturzgefahr frühzeitig erkennen soll, ist der Future Carpet. Und diesen geheimnisvollen Teppich, den werden wir gleich testen. Ich bin heute unterwegs in Deggendorf. Und hier an der Technischen Hochschule gibt es einen magischen Teppich, der erkennen soll, ob Menschen sturzgefährdet sind. Das Ehepaar Reitzig war so nett, mich hierher zu begleiten. Wir drei möchten unbedingt diesen geheimnisvollen Teppich testen. Sollen wir mal ein Stück rübergehen? Ja? Das ist das gute Stück. Auf den ersten Blick eher unscheinbar. Und der kann Sturzgefahr erkennen? Wie funktioniert denn der eigentlich? Das Geheimnis ist unter dem Teppich. Und zwar hier sind solche Module, die mit der Sensortechnik eben den Druck, die Geschwindigkeit, die Schrittlänge über diese Länge feststellen können und dann auch wieder auf ein Terminal melden können, mit dem man es dann visualisieren kann. Inge ist mutig und macht den Anfang. Der Laptop gibt ihren Gang in Echtzeit wieder. Welches Trittmuster sie wohl hinterlässt? Schaut eigentlich stabil aus. Wir sehen jetzt den Wechsel zwischen rechten Bein und linken Bein. Dann auch die Geschwindigkeit, 0,69 Meter pro Sekunde. Aus dem Unterschied zwischen rechter und linker Schrittlänge kann man natürlich jetzt langfristig auch Veränderungen feststellen. Zum Beispiel nach einer OP oder nach einer Rehabilitation, nach längerem Muskeltraining zum Beispiel wieder oder nach einem Balancetraining. Und so kann man Veränderungen des Gangbilds feststellen, hoffentlich zum Gesunden, dass man Stürze vermeiden kann. Jetzt ist Waldemar dran. Mal sehen, was uns seine Schritte verraten. Die Frequenz ist ein bisschen höher gewesen, aber durchaus mit einer Tendenz zu einer Seite her. Also ich würde hier ein bisschen auch mehr Instabilität sehen, das man aber durchaus durch gutes Training und Balanceübungen soweit wieder trainieren kann. Klar, so eine Momentaufnahme sagt nicht viel aus. Interessant wird es eben, wenn solche Daten regelmäßig erhoben werden.
Professor Kunhards Team testet verschiedenste Sensoren, die etwa mit Radartechnik Bewegungen erfassen. Diese Lampe hat einen KI-Prozessor und erkennt, wenn jemand am Boden liegt. Und diese Lampe löst dann automatisch eine Alarmkette aus. Mhm. Ja, Technik ist sinnvoll, vor allem ist aber eines ganz, ganz wichtig, Bewegung. Und deshalb gehen Familie Reitzig und ich gleich trainieren, damit es erst gar nicht zum Sturz kommt. Ach, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Inge, Waldemar und ich betreiben gleich Sturzprophylaxe vom Feinsten. Wir trainieren unser Gleichgewicht. Schuhe sind an, Waldemar ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der sich im Seniorensport bestens auskennt. Das ist Gerd Mieling. Er ist Sportlehrer und Psychogerontologe und seit Jahren tätig im Seniorensport. Mit Schwerpunkt Sturzprophylaxe. Niemand möchte gerne stürzen und eigentlich kann jeder was dafür tun, dass es gar nicht erst passiert. Wie beugen wir vor? Am besten mit sportlicher Aktivität und ganz speziell mit Balance, Gleichgewichts- und Krafttrainingsübungen. Na dann, auf geht's! Zum Üben braucht's eine sichere Umgebung, geschlossene Halbschuhe und einen Stuhl. Dann starten wir mit der ersten Gleichgewichtsübung. Und zwar geht's da erstmal um die beiden Füße. Die stellen wir erstmal ganz geschlossen eng zusammen und versuchen da die Balance zu halten. Ganz gerade. Wie fühlt es sich an? Gut. Ja, auch. Fühlt ihr euch sicher? Dann würde ich sagen, wenn das so hervorragend klappt, gehen wir gleich zur zweiten Übung über. Mhm. Dann stellt doch bitte aus der Position den rechten Fuß ein kleines Stückchen nach vorn, sodass die Ferse und die große Zehe von beiden Füßen innen aneinander liegen. Waldemar, du kannst dich gerne auch anhalten, wenn es wackelig wird. Ah. Inge, du hast den Ferro neben dir. Und ich die Inge, falls es bei mir wackelig wird. Genau. Wir steigern nochmal. Jetzt kommt ein Fuß in Linie vor den anderen. Hui, da arbeitet es. Ich merke an den Füßen unten richtig, wie die ausbalancieren. Die Übung sollte einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben, damit man das Wackeln merkt, weil dann erst tritt ein Effekt ein. Zusätzlich drehen wir den Kopf vorsichtig nach links und rechts. Und wie klappt das, Waldemar? Nee, freilich. Ein bisschen zitterig war's schon. Ich weiß, Herr Mieling, dass der Waldemar Tabletten nimmt. Kann sich sowas niederschlagen auf dem Gleichgewichtssinn? Ja, durchaus. Medikamenteneinnahme kann Einfluss haben auf das Sturzrisiko. Da gibt es so einen Schwellenwert. Man sagt 4 Medikamente oder mehr. Wenn man einnimmt, könnte das Sturzrisiko deutlich steigen. Und da empfehle ich wirklich, bei mehreren Medikamenten, die man einnimmt, mit dem Hausarzt zu sprechen, um zu gucken, gibt es da Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, die eventuell das Sturzrisiko erhöhen. Ja, wir trainieren gleich fleißig weiter. Als nächstes steht Krafttraining auf dem Programm. Auch Sie können wieder mitmachen, also bis gleich. In Deggendorf laufen die Vorbereitungen für unser Krafttraining. Gemeinsam mit Inge und Waldemar Reitzig trainiere ich nämlich, um Stürzen vorzubeugen. Dafür bekommen wir Gewichtsmanschetten an jedes Bein gepackt. Ah ja, man kann es doch gerade nicht erheben. Gerade im Alter gilt es, die Muskeln zu erhalten. Denn wenn wir sie nicht nutzen, werden sie abgebaut. Da wollen wir gegensteuern. Wir kräftigen zunächst den Hüftbeuger. Rechtes Knie hoch, so weit wie es geht. Was ihr beide ganz perfekt macht, ist, dass ihr die Knie ganz hoch hebt und die Fußspitzen angezogen habt. Wie viele Wiederholungen sind sinnvoll bei so einer Übung? Es soll sich subjektiv anspruchsvoll und anstrengend anfühlen. Dementsprechend 2x10 Wiederholungen sind in der Regel ausreichend. Langsam hin. Jetzt Gesäß absetzen und wieder hoch. Mit der Übung kräftigen wir die Oberschenkelmuskulatur. Waldemar, ist das anstrengend? Ja, musst du das aber selber probieren. Ja. Gut, Waldemar, du hast ja recht. Nach einem Sturz, das muss man ganz klar sagen, kann das Leben zu Hause stark eingeschränkt sein. Und die Zahlen sind erschreckend. 40% der über 80-Jährigen stürzen einmal pro Jahr. Und bei den über 90-Jährigen ist es mindestens jeder Zweite. Wenn ich erstmal gestürzt bin, was macht das mit meinem Selbstbewusstsein? Wer gestürzt ist, entwickelt ganz häufig eine sogenannte Sturzangst. Das heißt, man hat Angst, wieder hinzufallen. Das führt dann dazu, dass man sich weniger bewegt. Weniger Bewegung heißt weniger Anspruch an die Muskelkraft, weniger Gleichgewichtsanforderungen. Und dann ist es häufig eine Frage der Zeit nur, bis der nächste Sturz kommt. Drum besser aufstehen, schütteln und weiter üben. Und dann gehen wir rüber und gucken mal, wie es euch ergangen ist. Waldemar, sollen wir weitermachen oder aufhören? Aufhören, aufhören. Ich bin auch. Es ist genug für heute. Ihr habt das so großartig mitgemacht. Ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass ich euch heute durch den Tag begleiten durfte. Ihnen auch vielen Dank.
Und ich glaube, wir haben Ihnen viele gute Übungen vorgeturnt. Also, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal bei Gesundheit.